schon Hunde beim Laufen angepinkelt. Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da sind wir wieder mit dem Hamburger Hafen-Talk. Heute ist alles ein bisschen anders. Wir sind Open Air auf der Dachterrasse mit Blick auf die Elbe und haben ein buntes, sehr musikalisches Programm. Hier eine kleine, aber hoffentlich feine Zusammenfassung. Viel Spaß! Darf ich vorstellen, die älteste Boygroup der Welt. Wir sind die älteste maritime Boygroup der Welt. Lacht morgens die Sonne und ruft uns die See. Die Möwen, sie fliegen in Luft und in See. Wir gehen heute auf Inseltörn mit uns nicht um Nord. Alle Freunde, alle, alle an Bord. Alle Freunde, alle, alle an Bord. Freunde, alle, 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 an Bord! Euch gibt's noch gar nicht so lange. 6 Jahre. Und wie lange müsst ihr noch? Aber wie habt ihr euch gefunden, Uli? Kannst du uns das vertellen? Wir kommen aus allen möglichen Musikrichtungen. Aus dem Kirchenchor, aus, ich weiß nicht woher, aus dem Popchor, natürlich auch aus dem Shantychor. Ja. Und irgendwo trifft man sich halt. Ja. Und dann haben wir irgendwann unter der Dusche geschnackt und gesagt, wir könnten eigentlich... Ihr habt unter der Dusche geschnackt? Ach, ihr geht duschen zusammen? Stärker kann man nicht anfangen bei diesen Temperaturen als mit den Elbschwas. Meine Damen und Herren, wir wollen starten mit zwei Gästen. Sie kennen wir alle aus dem Unseuchtheater. Sie ist, glaube ich, seit 1990 im Unseuchtheater dort auf der Bühne. Er ist Sprecher, Moderator, Comedian, Autor. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen Sandra Keck und Lou Richter. Und dann waren wir bei uns ganz doll mich mit dabei. Und Rolf Zukowski hat das mit Kindern auf die Bühne gebracht und das war unglaublich erfolgreich. Wir haben sogar die Hitparade gewonnen und damals war Nicole in der Hitparade, die hatte gerade den Grand Prix gewonnen und Ralf Siegel fand nicht lustig, dass die Kinder die Hitparade gewannen und er hatte vorher den Grand Prix gewonnen. Das war nicht komisch. Ralf Siegel findet es nie lustig, wenn andere Leute gewinnen. Das hast du gesagt. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Kleckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so manch ein eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Jawohl! Ich finde, das passt in die Zeit. Das singt Rolf Zukowski auch zum Hochsommer. Ja, natürlich. Diese Comedy-Sendung hieß Comedy Factory und ich hatte da eine Kolumne und diese Kolumne hieß Lieder gegen den Frieden, weil die Lieder so hanebüchen doof waren, dass der Sänger weggesprengt wurde. Das war immer ich in dem Sketch. Und einer dieser Songs war 10 nackte Friseusen und dann kam einer an und sagte, der ist so schlecht, dieser Song, den müssen wir mal richtig gut machen. Und dann kamen sie mit Micky Krause um die Ecke, Micky Krause hat den Song aufgenommen, das war dann am Ballermann 1999. Ist überhaupt einer da, der sich an 99 erinnern kann? Das ist ja ein ganz waren lang. Die alle noch nicht geboren? Kinder. Du bist ja unter anderem auch die Stimme des Hamburg-Marathon. Du bist da wie lange schon dabei? Boah, das war kurz nach dem Krieg. Ja, als aber nach welchem? Es geht nicht um die Stimmen, es geht um die Beine des Marathons. Weil ich bin jedes Mal, wenn ich da stehe im Ziel und sehe, wie Menschen, von denen man gedacht hat, also 5 Kilometer wäre schon viel, die laufen da diese 42 Kilometer, kommen da ins Ziel mit einem Glück im Gesicht und mit einer Erfüllung und mit einer Befriedigung. Mir geht jedes Mal das Herz da auf, weil es so toll ist zu sehen, wie Leute halt eine Sache erreichen, für die sie lange gearbeitet haben, auf die sie sich lange vorbereitet haben. Und das ist ganz toll. Also es macht einen unglaublichen Spaß zu sehen, wie Leute über sich selbst hinauswachsen, die das gar nicht geglaubt haben. Und das ist ganz toll. Läufst du selber? Das Zehntel reicht mir eigentlich, sagen wir mal. Also so 4 Kilometer schaffe ich durch den Volksdorfer Wald dann gelegentlich, wenn mir keiner ein Bein stellt. Mich haben schon Hunde beim Laufen angepinkelt, weil sie mich mit einem Baum verwechselt haben. So. Solange beim Laufen kein Moos an deinen Beinen hochwächst, verstehst du? Du hast offensichtlich es geschafft, ernst genommen zu werden als Sportreporter, Sportmoderator und die Comedy-Schiene parallel fahren zu können.
Glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Hat man dir es übel genommen? Ja, oh klar, natürlich. Also weil Fußball ist eine ganz, ganz ernste Angelegenheit. Ja. Scherze über Fußball macht man nicht. Fußball ist Religion, Fußball ist Wissenschaft und jeder, der das als das nimmt, was es eigentlich ist, nämlich eine wunderbare Form der Unterhaltung. Sport ist Unterhaltung. Sport ist dazu da, Leuten Freude zu machen, Spaß zu machen. Du hast irgendwann die Chance ergriffen, ich glaube 2019, hast du dich zum Mediator ausbilden lassen. Man muss ja irgendwann im Leben nochmal was Vernünftiges machen, oder? Mediation, wisst ihr alle, ne, ist Vermittlung im Konflikt. Mediatorinnen helfen Menschen dabei, Konflikte beizulegen, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Und dann habe ich halt nochmal so eine Ausbildung gemacht und habe seitdem mich mit Konflikten beschäftigt, weil das wahnsinnig spannend ist und weil Konflikte uns alle beschäftigen, jeden einzelnen Tag. Und guck mal, ist keine Werbung, meine Damen und Herren, ist Reklame. Ich habe ihm Geld dafür gegeben. Dieses Buch hast du noch nicht, aber das kannst du noch machen, ist entstanden. Schau mal, und es heißt, ihr könnt mich mal gerne haben. Komm hier nicht mit Kleingeld jetzt. Okay. Entschuldigung. Sommer in Hamburg mit Johnny Hamburg, da ist er. Klingt nach Sommer in Hamburg. Seh die Schiffe und hör die Möwen schreien. Für den Sommer in Hamburg. Ich denk an dich, will immer bei dir sein. In Hamburg sein. In Hamburg sein. In Hamburg sein. Du hast die Airplay-Charts erreicht. Erklär mir mal, wir hatten ja früher die Hitparade, verstehst du? Was sind die Airplay-Charts genau? Da fragst du den Richtigen. Ich bin ja auch noch nicht so lange dabei mit der Musik. Ich weiß, dass ich im September, das weiß ich auf jeden Fall, meinen ersten Song veröffentlicht habe auf der Reeperbahn nachts um 2:30. Und irgendwann rief mich, ich kriegte eine E-Mail von der Plattenfirma. Herzlichen Glückwunsch, Johnny. Wir freuen uns wahnsinnig für dich. Du bist in die Airplay-Charts eingestiegen. Es gibt, glaube ich, Top 100. Und irgendwann, wenn man überall mal irgendwo gespielt wird, gerade in wichtigen Radiosendern, dann steigt man da irgendwann ein. Und ich habe mich da tatsächlich 9 Wochen gehalten. Dann kam ja noch ein zweiter Song und jetzt kommt Sommer in Hamburg, ist vor 7 Tagen oder 8 Tagen. Und kriegt er dann wieder eine E-Mail. Platz 94. Diesen Song, den wir eben gehört genau. haben, bist du in den Airplay-Charts. Genau. Und der ist niegelnagelneu. Der ist niegelnagelneu. Ja. Toll. Bitteschön. Also, vielen Dank. Sandra, Unseuchtheater, du hast dich im Frühjahr wählen lassen und nun genau. steht in den Statuten, wenn man Vorsitzende von eben diesem Verein ist, wird man automatisch Aufsichtsratsvorsitzende. Das heißt, du bist im Ranking jetzt im Grunde über dem Intendanten. Das stimmt, ich könnte oder ich würde seinen Arbeitsvertrag unterschreiben, ganz genau. Aber der Vorstandvorsitz, der hat eine ganz klare Linie, der hat eine ganz klare Satzung und in dieser Satzung steht drin, die Pflege der niederdeutschen Sprache und Art, das heißt Volkstheater, das heißt Unterhaltung, genau das, was er eben gesagt hat für den Fußball, das wollen wir im Unsorgtheater auch wieder machen, dass die Leute sich unbeschwert amüsieren können. Und das von mir und gern auf Plattdeutsch. Wird wie morgen bei den Plattdeutsch schnacken. Streit ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, unterschiedliche Interessen, Bedürfnisse, Ansichten zu haben. Wir müssen unterschiedliche Interessen haben. Wir als Menschen haben uns dadurch entwickelt, weil unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Bedürfnisse zu Konflikten geführt haben. Es gibt Leute, die sagen, wenn ich mich mit dir streite und ich gebe dir recht, ja, dann liegen wir doch beide falsch. Es gibt Leute, die sagen, ich streite nicht, ich erkläre nur, warum ich recht habe. Und solche Aussagen und solche Haltungen sind natürlich einfach fundamental bescheuert. Einfach mal gucken, wir haben viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Wir alle haben 99,8% gleiches Genmaterial. Diese 0,2%, die machen Ärger. Die machen Ärger, ja. Nur komm ich bloß noch mehr zum Golfen. Denn für den Sex bin ich mit 54 meist zu alt. Doch wenn ich ehrlich bin, dem ersten man smüht die Lord nie einfach cool. Doch wenn ich nachts so in mein Bett lieg, dann träum ich von ein Kettenhut. Mein Mann ist old und war nicht lang tisch. Wie Gott mit MD per Mord durch. Komm, ja,
kennen ihn alle, seine Historie und seine Hymne. Hamburg, meine Perle. Lotto King Karl, wie viele Follower hast du? Ich glaube so permanent 60.000, aber einige Posts haben so über 1 Million. Tatsächlich? Klicks. Ja. So, siehst du. Und wie wir wissen, Klicks ist alles. Ne? Schön, dass du da bist. Es gibt so viel zu diesen ganzen musikalischen Dingen zu besprechen. Du hast Kontakt zu den Lords of the Lost. Das ist die Formation, die beim Eurovision Song Contest... Lords of the Lost sind Erste geworden und sind in Stockholm aber Letzter geworden. Ja. Warum läuft das bei den Deutschen eigentlich so schlecht? Dieses Abonniertsein auf dem letzten Platz hat eine gewisse Verlässlichkeit, aber ist ja auch nicht so schön. Ich habe mich auch gewundert, weil es natürlich die Band ist, die klar die meisten Fans hatte von allen, die dort angetreten sind. Die sind jetzt wieder mit Iron Maiden auf Tour. Haben gestern Abend, glaube ich, bei Rockhearts gespielt, haben davor 2-mal in London eine große Halle als Vorprogramm von Iron Maiden, aber mit 25.000 Leuten gespielt. Erstaunlich. Also diesmal ist es wirklich erstaunlich. Was mich so ein bisschen stört in der Veranstaltung ist dieses, dass es eine bestimmte Anzahl von Künstlern gibt. Es gibt eine bestimmte Bühne, die gebaut werden muss. Ein bestimmtes bisschen Tamtam drumherum. Eigentlich alles Dinge, die Lord of the Lost in dem Fall entgegenkommen, weil die sowas auf der Bühne auch machen. Aber es macht aus diesem Wettbewerb irgendeine Varieté-Veranstaltung, nichts gegen Varieté-Veranstaltung, aber es hat auch mit Musik dann auch nichts mehr zu tun. Und das muss man verstehen. Es ist eine Fernsehsendung. Ich glaube, diese Veranstaltung als solche darf man nicht so ernst nehmen. Man darf sie auch nicht als Wertung für Musik sehen. Es fließt enorm viel Geld in diese Geschichte rein. Oh, der NDR ist einer der Haupt... oder die ARD, einer der Haupteinzahler in diesem Topf, der diesen Eurovision Song Contest ausrichten und damit finanzieren. Das, was der NDR in die ARD und in den Eurovision Song Contest einzahlt, ist weniger, als ein Tatort in derselben Länge kosten würde. Der kleine Mann auf der Straße fühlt sich betrogen, aber der Fernsehmacher sagt, das ist eigentlich kein schlechter Deal. Das sage ich als kein großer Fan der Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe nie im Radio beim Öffentlich-Rechtlichen Sender gearbeitet. Aber die Wahrheit ist, Fernsehprogramm kostet Geld. Das ist für die ARD, ist der ESC keine defizitäre Veranstaltung. So genau, die Quoten stimmen ja auch, eben. Weil offensichtlich viele Zuschauer wie beim Unfall, ne? Gerne zugucken, wenn sie wissen, das wird wieder eine Pleite nachts um 12:30. Rolling Stones, Taylor Swift, Rammstein, wer auch immer, machen die Stadien voll mit Tickets, die 300 Euro kosten. Ich verstehe Leute nicht, die 300 Euro bezahlen, um in einem Stadion Fernsehen zu gucken, anstatt 10-mal in irgendeinen Club zu gehen und sich vielleicht geile Musik anzugucken. Es ist, du guckst doch Fernsehen. Ja. Ich bin die Hexe. Meine Damen und Herren, Sandra, das ist ja außerordentlich, dass wir beim Hamburger Hafentalk noch, dass wir noch ein bisschen Techno sogar kriegen von dir. Das ist ja, jetzt gehen wir in den Club, du füllst die Clubs auf. Der Andrea Berg Techno, das ist schon okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Glaubst du, dass wir das noch schaffen mit dem HSV und dem Aufstieg? Oder sind das zwei Worte, die einfach nicht mehr zusammenpassen? Also, man sieht ja, dass immer mal wieder einer aufsteigt, also zwei mindestens. Und... irgendwann ist der HSV dabei. Auch immer eine Chance. Die Hymne Hamburg, meine Perle auf dem Kran, auf diesem Dingens da. Und dann hast du das mit Carsten Pape gemeinsam zum Erfolg gebracht. Das war die Hymne. Und dann dieser vermaledeite Abstieg vor 6 Jahren. Seitdem machst du das nicht mehr. Vermisst du das? Ich habe das in der zweiten Liga auch ein Jahr gemacht. Hast du das noch? Ja, ein Jahr. Ja. Aber dann hat man sich entschieden, es nicht mehr zu machen. Ja. Ja, im Nachhinein ist es besser, es 14 Jahre gemacht zu haben, als es nicht gemacht zu haben. Absolut, ja. Und damit ist das Thema für mich auch erledigt. Ja. Ballett! Kommt wieder her, ja, Hamburg, Weihnachten, da
Bist du auch eine Künstlerin? Ja, natürlich. Ja, eine Lebenskünstlerin? Nein, ich mache das leidenschaftlich gerne. Und das sieht man dir auch an. Du bist beispielhaft für das ganze Team vom Blockbräu mal hier auf der Bühne. Das ist die Melanie, meine Damen und Herren. Einen Gruß an alle deine Kolleginnen und Kollegen. Das ist ganz toll. Dankeschön. Heute schrei ich und blöd, fang den Tag hinterher. Hör der Welt beim Drehen zu. Ich werd grillen, chillen, werd ein Sixpack killen. Heute sag ich der Kälte Ade. Und wenn du auch den Rhythmus spürst, wie er durch die Straßen zieht. Ja, wenn du doch einen Sommer suchst, ja, dann schrei hoch mit mir. Wer braucht den Mond? Wer braucht den Mond? Wer braucht den Mond, wenn die Sonne am Himmel steht? Wir fliegen hoch, wir fliegen so hoch. Wir fliegen hoch, wenn die Sonne am Himmel steht. Gibt's in Hamburg genug zu lachen? Grundsätzlich ja. Wir müssen halt, weil ich ja hier auch als Konfliktvertreter angetreten bin, so wir müssen halt dafür streiten, dass wir das kriegen, was wir wollen. Geht nicht um den linken Rentner. Der Pöckerei soll verbieten. Geht nicht um den linken Rentner. Der Pöckerei soll verbieten. Sechs Uhr Chemie, komm doch mal rüber. Der Gegner, die hier kämpft, kennt die. Die Elbschimmers, die amtierende Bierkönigin. Toll. Du bist seit April, glaube ich, im Amt, ja? Seit März. Seit März. Und macht's noch Spaß? Nach wie vor, ja. Ja, absolut. Hier haben wir also die Bierkönigin, hier haben wir einen King Karl. Hier wächst am Ende doch zusammen, was zusammengehört. Dankeschön, meine Damen und Herren, fürs Kommen und Bleiben. Das war das Hamburger Hafen Talk Sommer Special. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh.